Zu einem weiteren Unternehmerworkshop trafen sich die Studenten diesmal bei der GWT. Die Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer ist ein Unternehmen der TUDA-Gruppe, die Aufgabe hat, einen professionellen Austauschprozess zwischen der Wirtschaft und der Wissenschaft herzustellen. Wir arbeiten da vorrangig mit der TU Dresden, aber auch mit allen Wissenschaftseinrichtungen der Landschaft, der Wissenschaftslandschaft in Sachsen zusammen und betreiben Technologietransfer in allen Branchen und Bereichen von Medizin bis Maschinenbau, E-Technik, Bau, Verkehr und sind da breit aufgestellt. Diese recht komplexe Aufgabe soll den jungen Studenten näher gebracht werden. Dazu nahmen sich die Mitarbeiter des Hauses Zeit für die Präsentation. Ich glaube, so eine Veranstaltung ist immer dann gut, wenn sie beiden Seiten was nutzt. Wir machen Projekte im Technologietransfer. Das heißt, unsere Kernkompetenz ist Projektmanagement. Projektmanagement braucht Projektmanager. Das heißt, wir haben natürlich schon die Idee, dass wir uns hier auch ein Bild machen, ob es interessante Bewerber für uns gibt. Zum Zweiten sind wir mit vielen Kunden unterwegs und glauben auch, durchaus den einen oder anderen Rat geben zu können und die Empfehlung geben zu können, was zurzeit auf dem Arbeitsmarkt benötigt wird und da vielleicht auch eine Hilfestellung geben. Am Ende des Tages ist es keine Frontalveranstaltung, sondern etwas, wo ich mir davon verspreche, dass wir einfach diskutieren, dass ich auch mit neuen Erkenntnissen aus dem Raum gehe und nicht nur Gebender bin. In einer lockeren Atmosphäre erläuterte der Geschäftsführer Klaus-Peter Held mit seinen Mitarbeitern Struktur- und Tätigkeitsfelder. Die Teilnehmer erfuhren interessante Einzelheiten über die Funktion einer mittelständischen Firma im Wissens- und Technologietransfer. Die Gesellschaft ist seit über 12 Jahren am Markt tätig und ist mit fast 900 jährlichen Projekten ein bedeutendes Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Für Absolventen, die sich für Projektmanagement begeistern können, kann die GWT interessante Arbeitsfelder bieten. Also wir haben gerade diese Woche einen jungen Absolventen eingestellt in unserer Verbundinitiative Luft- und Raumfahrt, der uns dort im Team verstärken wird, der genau das tun wird, Projektmanagement machen wird. Und da wir auf Wachstumskurs sind, ist so etwas vorstellbar, ja. Vielleicht findet der ein oder andere Absolvent später den Weg zur GWT. Dieser Unternehmerworkshop bot die dafür notwendigen Informationen und Gesprächsmöglichkeiten.